Da war ein Garten, da rein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäerdiener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten: Verriet, stund auch bei ihnen. Als Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermal, wen suchet ihr? Sie aber sprach, Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Erfüllet würde, welches er sagte: Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert, zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab, und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Thank you.
der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesu und bunden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäger, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk.
Petrus aber folgete Jesu nach und ein ander Jünger. Bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen für der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Töterin und führete Petrus hinein. Die Türhüterin zu Petrus: Bist du nicht dieses Menschen? Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich.
Aber der hohe Priester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich Bibel geredet, so befeis es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus schwund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Hast du nicht an der Jüngern? Hast du nicht an der Jüngern? Nein, hast du nicht, hast du nicht an der Jüngern? Nein, hast du nicht, 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 hast du nicht an der Jüngern? Das Ohr abgehauen hatte. Sah ich dich nicht im Garten bei dir? Da verleugnete Petrus Habermann, und alsobald krähte der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus. Weinete bitterlich und
Von Kaiphas vor das Richthaus, und es war früh, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wer diesen nicht beim Leben tötet, tötet sie den Thank you.
ihnen. So nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetze. Da sprachen die Jünger zu ihm. Wir dürfen niemals helfen, wir dürfen niemals Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm: Bist du der Jüdenkönig? Jesus antwortete: Redest du das von dir selbst, oder haben's dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Jüden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Dass ich euch einen losgebe,
wollt ihr nun, dass ich euch der Jüden König losgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Nicht diesen, diese nicht, nicht diesen, sondern Balaam, nicht diesen, sondern Balaam, Balaam. Barabbas aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesum und in allen Stücken, im Himmel gleich geht.
Flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Euch.
dass ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid. Und er sprach zu ihnen, Sehet, welch ein Mensch! Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, keine Schuld an ihm. Die Jünger antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz sollen wir sterben. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz sollen wir sterben. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von dem antrachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Durch dein Gesetz und das Wort des Gottes.
schrien und sprachen: Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Frau. Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Frau. Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Frau. Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Frau. Die da heißet Hochpflaster, auf Hebräisch aber Kabata. Es war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde, und er spricht zu den Jüden: Siehet, das ist euer König. Sie schrien aber: Oh,
Schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz. Und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Jüdenkönig. Diese Überschrift lasen viel Jüden, denn die Stätte war nah bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: Schreibe nicht, schreibe nicht, schreibe nicht, schreibe nicht, schreibe nicht. Ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Thank you.
aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Einem jegliche Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewürket durch und durch. Da sprachen sie untereinander. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria Kleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jüngern dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter. Als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, da
was die Schrift erfüllet wird, spricht er, nicht dürstet. Da stund ein Gefäß voll Essigs, sie füllten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isopen und hielten es ihm da zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Der Ethos Juda siegt mit Macht. Der Ethos Juda siegt mit Macht. Der Ethos Juda siegt mit Macht. Und schließt den Kahn. Und schließt den Kahn. Und schließt den Kahn. Der Ethos Juda siegt mit Macht. Der Ethos Juda siegt mit Macht.
Doch neigest du, das auch spricht, steh schweigend da. Ja, doch neigest du.
spricht, still schweigend, ja, still schweigend. Still schweigend, ja, doch schweigest du das Wort und sprichst still schweigend, ja. Der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Die Erde erbebete und die Felsen zerrissen und die Gräber täten sich auf. Und schon denn auffiel Leiber der Heilige. Thank you.
Wegen aber, dieweil es der Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über, denn desselbigen Sabbatstag war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknecht, der eine, eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, dass er möchte abnehmen den Leichnam Jesu. Und Pilatus erlaubete es, derowegen kam er und nahm den Leichnam Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war und brachte Myrrhe und Aloe untereinander bei 100 Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die Jüden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten und im Garten ein Neugrab, in welches niemand je geleget war. Da selbst hinlegten sie Jesu, des Rüsttags willen der Jüden, dieweil das Grab nahe war. Musik.
Oh,
Himmelreise, Welterbebe, Himmelreise, Welterbebe, fallt in meine Trauer vor, fallt in meine Trauer vor, in meinen Trauer vor, fliehet meine Qual und Angst, meine Qual und Angst, dass ich Jesu mit mir leide. Ja, ich zähle deine Schmerzen, thank you.
so holte mich mein strenger Richter wieder. Ach, halt vor ihm, ach, halt vor ihm. Rüte flüde, so holte mich mein strenger Richter wieder. Asphalt vor ihm, Asphalt vor ihm, wieder. Zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel, ihr Felsen und ihr Hügel, wir finden einen Fall auf mich. Wie wütend mich, wie sündig, wie vermessen, wie friedend mich, wie sündig, wie vermessen, hab ich euch. Zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel. Zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel. Ihr Felsen und ihr Hügel, wirft immer einen Strahl auf mich. Wie friedlich, wie sündlich, wie vermessen. Wie friedlich, wie sündlich, wie vermessen. Ich Jesu, dein thank you.
Schläge zählt, so zählt auch die Menge eurer Sünden. Ihr fehltet diese Hülle. Böse fehlen, ihr fehltet diese böse Fehlen. Und war, doch wie in der Tat euch nicht so geplant.